Servus Jungs, Team Bubble Tier. Heute ein kleines Interview hier von der DM in Mainz. Papa und Tochter, ja, richtig geil. Wir haben gefragt, ob sie macht, mit uns quatschen. Machen sie auch. Wir haben hier einmal den? Helmut. Den Helmut. Und die? Nicole. Die Nicole. Nicole, wie alt bist du? Ich bin 11. 11? 11 Jahre, so jung. Helmut, darf ich dich auch fragen, wie alt du bist? 50. 50. Ihr spielt ja beide Yu-Gi-Oh!, oder? Ja. Ja. Wie lange schon? Zwischen 5 und 6 Jahren. Ich so circa seit 2 bis 3 Jahren. Bist du durch deinen Papa zu Yu-Gi-Oh! Gekommen? Durch meinen Bruder eher. Habt ihr noch einen Geschwister, also einen Bruder, der auch Yu-Gi-Oh! Spielt? Ist er auch hier eigentlich? Er spielte Yu-Gi-Oh!, aber er hat damit aufgehört. Warum? Wahrscheinlich hat er einfach zu viel zu tun in der Schule. Ah, okay. Ja. Kommt vielleicht bei dir auch dann wahrscheinlich. Mhm. Ihr habt ja Main Event gespielt, oder? Ich habe Main Event gespielt, ja. Und was hast du gespielt? Dragon Duel. Wie bist du gegangen? Fünfter. Fünfter? Gute Leistung, oder? Hast du was gewonnen? Nein. Man kommt als Fünfter nicht. Okay. Was hast du gespielt? Monarch Nixies. Okay. Derselbe wie der Papa, ne? Genau. Genau. Ich weiß es ja, ich habe gestern gegen ihn verloren, 2-0, ja, war echt heftig, aber egal. Wie findest du so das Turnier an sich jetzt? Also, war gut organisiert hier, ja. Auf jeden Fall. Ich sag mal, ja, die letzten deutschen Meisterschaften sind eigentlich alle recht gut organisiert abgelaufen. Mhm. Das Einzige, was mich in Köln gestört hat, war die Verpflegung. Okay. War die heute besser? Ja, die war heute besser. Okay. Weil du hattest letztes Jahr, ich sag mal, zwar dieses interessante Event, wo du so zwischen den Runden halt mal ein bisschen rumlaufen konntest, mhm. aber wenn du was zu essen haben wolltest, dann musstest du mit den Messebesuchern zusammen dich an einen dieser Stände mhm. anstellen. Okay. Und du hast nicht so viel Zeit zwischen den Runden. Mhm. Na, hier geht das mal eben schnell, ja, okay. dann ist das okay. Wie ist das Turnier für dich verlaufen? Zum Schluss? Nicht gut. Das heißt? Yu-Gi-Oh! Mäßig halt. Das heißt, ich habe gestern habe ich eigentlich solide gezogen mhm. und heute hatte ich nichts, wo ich irgendwie mitspielen konnte. Okay. Oder beziehungsweise, wenn ich was hatte, dann hatte der Gegner halt eine passende Antwort. Okay. Wart ihr eigentlich dann oft zusammen auf Turnieren? Wir fahren zusammen auf Turnieren, ja. aber nicht oft. Nicht oft. Aber letztes Jahr DM warst du auch? Ja, also ist so, die großen Turniere, die halt, ich sag mal, in Deutschland sind, die lassen wir uns meistens nicht entgehen, mhm. wenn es irgendwie passt. Mhm. Aber ansonsten haben wir halt wenig Zeit. Okay. Ja. Wie fahrt... Kleiner hat uns was zu zeigen, glaube ich. Hat mein Vater gewonnen. Super. Oh. Wie ist es denn so, mit dem Papa auf Turniere zu fahren? Also, ich finde es spaßig. Ist so mein Lieblingshobby aktuell. Okay. Wo kommt sie her? Nähe Mönchengladbach. Mönchengladbach. Habt ihr da auch einen Laden, wo ihr auch dann spielen könnt? Haben wir. Du auch dann selber dort oder eher nur die Tochter? Nee, also wenn, dann sind wir beide. Freitags hat sie Reiten. Okay. Und dann, ja, hin und wieder fahren wir halt dann vom Reiten aus direkt durch. Mhm. Freitags abends ist da Friday okay. Night. Okay. Magic und Yu-Gi-Oh! Halt ist beides. Ne? Ja. Mhm. Spielst du dann auch oft gegeneinander? Also wir zwei spielen selten gegeneinander, aber es ist auch doof, wenn wir gegeneinander spielen, weil ja. Also zu Hause spielen wir eigentlich gar nicht. Gar nicht. Nee. Okay. Das ist ja jetzt, ist es ein Zufall, dass ihr beide dasselbe Deck spielt oder spielst du auch was anderes? Also, das war jetzt ehrlich gesagt einfach nur, weil es uns beiden gefallen hat, also eher so zufällig. Aber mein Vater spielt, also der hat sich noch zwischen Clifford und Xyz Monarchen entschieden, also Clifford mit Card of Demise. Mhm. Und warum doch Monarchen? Also ich finde, das ist ein bisschen meinem Alter geschuldet. Ich finde, die Monarchen, die sind ein bisschen mehr Autoplay. Mhm. Ja, die kannst du einfacher runterspielen. Mhm. Weil bei dem Kli-Demise, du hast halt deine Fallen und da musst du unheimlich überlegen, welche Falle setze ich jetzt gegen was mhm. ein, damit du eben nicht ja. ins Minus gehst. Ne? Und die ersten, ich sag jetzt mal, 4-5 Runden von so einem Turnier geht das, aber mhm. wenn das dann so gegen Abend wird, dann okay. finde ich es mit der Konzentration einfacher, wenn du so ein, ich sag mal in Anführungszeichen, Autoplay-Deck mhm. hast. Ja. Ne? Spielst du noch was anderes außer Monarchen? Ich spiele Blackwing ansonsten noch. Okay. Ja. Wie läuft das ab mit Ihrem eigenen Deck und Ihren Karten? Also wird das ihr gezahlt oder muss sie das von Ihrem Taschengeld abziehen oder sowas? Die muss nichts vom Taschengeld zahlen, nein. Aber wird witzig gesponsert? Genau. Sehr gut. Trotzdem manchmal. Also ich hole mir manchmal so Booster. Und mhm. beispielsweise heute habe ich meinem Vater so einen Cyber Dragon Infinity gezogen. Aha, nicht schlecht, hä?
Ja, passt. Sehr schön, ein kleiner Glücksbringer, oder? Ja, oft. Sehr wirklich geil. Oft. Ne? Also wenn wir da diese Locals mal mitspielen, dann ich habe relativ oft Glück, dass ich halt recht gut abschneide. Dann gibt es schon mal, keine Ahnung, 3-4 Preisbooster da. Und dann lasse ich sie mal aussuchen. Und gutes Händchen. Das ist recht gut, ja. Passt. Du wurdest ja auch von Konami, wurdest du gestern interviewt, kann das sein? Ja, wurde ich. Ich sollte irgendwie mein Deck Xyz-Monarchen vorstellen. Und, wie hast du es vorgestellt? Also mir wurde gefragt, was so meine Lieblingskarten im Deck sind und was ich so finde, sind die stärksten Karten da drin. Und ja, das habe ich dann eben gemacht. Und ich glaube, das ist jetzt auch irgendwie auf YouTube auch gelandet. Ja, ist doch schön eigentlich, oder? Wenn du da ein bisschen interviewt wirst und so. Ja. Echt cool. Ja. Was ist euer nächstes Event, wo ihr anreisen werdet? Also auf jeden Fall Bochum, was jetzt? Europameisterschaft. Da haben wir was Besseres zu tun, da sind wir in Spanien. Urlaub. Ja, genau. Muss auch sein. Aber dann YCS Bochum. Ja. Ist ja dann auch nicht Dezember. So weit. Ja, genau. Ist auch nicht dann. Für uns, also ich fahre 40 Minuten nach Bochum. Optimal. Ja. Ja. Das war im Grunde genommen die DM Bochum war ja vor 2 Jahren und das war, ich sag mal, fast ihr erstes Turnier. Davor war ich noch einmal in Dülmen auf einem Turnier. Ja. Dülmen ist ja immer kurz vor der deutschen Meisterschaft und sie hatte halt gefragt, ob sie mitfahren kann dahin, wollte selber spielen. So, mir ist das egal, aber wir haben vorher noch nie richtig mit Karten gespielt. Die hat immer nur auf dem Nintendo DS gespielt. Ja, das war, ja. Und deswegen sind wir halt dann, habe ich gesagt, okay, dann zu Hause ein bisschen mit Karten geübt. Mhm. Eigentlich hatte ich vorgehabt, ihr damals vor 2 Jahren, wie gesagt, so einen Frog-Monarch zu machen. Weißt du, irgendwas, was du so einfach linear runterspielen kannst. Und ich wollte Übelschar. Egal, du spielst halt Übelschar, ja. Ne? Ja. Und ich hatte zu der Zeit auch ein Übelschar-Deck halt in der Box. Und dann hat sie halt Übelschar gespielt. Wie gesagt, einmal vorher geübt und dann zur DM gefahren. Ich glaube, da ist irgendwie 3-3 gegangen oder sowas. Ja, und das, ich sag mal, war dann so der Initialzünder. Hat ihr halt gefallen, auf solche Turniere zu gehen. Hat gemerkt, braucht keine Angst haben vor, ich sag mal, Jugendlichen, die da rumlaufen oder so. Ne? Ich bin etwas menschenscheuer. Na, das sieht man den nicht an. Ja. Also du warst auf dem Turnier in Dülmen. Da hast du auch gegen einen von unseren Freunden gespielt, sogar erstes Duell gewonnen. Glückwunsch. Und das war ja nicht getrennt, also keine Drang Duelist. Genau. Und jetzt zum Beispiel diese größeren sind alle getrennt. Was hältst du davon? Also hast du Probleme mit den größeren zu spielen oder findest du es unfair? Also ich persönlich habe keine Probleme damit gegen ältere oder größere zu spielen, da ich denke, aber bei Yu-Gi-Oh! Kommt es nicht auf das Alter, sondern auf Erfahrung und allgemein Können an. Also ich habe keine Probleme damit. Ich würde also auch beim Main Event teilnehmen. Nur mir macht es auch mal Spaß, so mit Gleichaltrigen zu spielen. Gibt es da bei euch im Local dann auch in deinem Alter viele Kiddies, die dann spielen? Nein, eher nicht. Eher nicht. Dann spielst du eher mit Älteren. Ja. Aber dann ist ja auch eigentlich für dich eigentlich auch gut, wegen Erfahrungen sammeln und alles. Und da lernst du auch eigentlich ziemlich viel, oder? Also das ist bereichernd, sagen wir mal. Ja. Super. Ja. Das war's von uns. Ich bedanke mich sehr für das Interview und ich wünsche euch eine gute Heimreise und vielleicht sieht man sich dann aufs nächste Event dann. Ja? Genau. Ja. So, ciao, ciao. Servus Jungs, hier euer dreifacher Familie-Daddy. Danke, dass ihr das Video angeschaut habt. Bitte liked das Video, abonniert es uns, kommentiert das Video, ob es euch gefallen hat oder nicht. Denkt an unsere Facebook-Seite, liked die, schaut auch bei unseren Sponsoren vorbei, die haben immer tolle Sachen. Und nicht vergessen, Jungs, Yu-Gi-Oh! Ist serious business.